die GLG WG. Goethe steht auf jeden Fall vor Lenz und Klinger. Dann kommt Schiller, gefolgt von Solme, Hölderlin, Novalis, Tieck und Kleist. Schließlich Arnim, Börner, Uhland, Eichendorff und Heine. Ah nein, dazwischen passt ja noch Grillparzer. Was macht Björn eigentlich da? Sein neues Bücherregal ist heute angekommen. Jetzt kann er endlich seine 27 Bücherkisten auspacken und seine literarischen Schätze präsentieren. Aha. Und mit wem redet er die ganze Zeit? Mit wem wohl? Mit sich selbst. Und mit der Geschichte. Tolstoi, Ibsen und Jules Verne sind alle 1828 geboren. Ordne ich sie jetzt innerhalb eines Geburtsjahres nach ihren jeweiligen Geburtsmonaten an? Dass ich sie die Chronologie absolut konsequent fortführe? Oder in alphabetischer Reihenfolge? Das wäre dann... Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass außer uns beiden alle von Björns Freunden längst gestorben sind? Teilweise seit Jahrhunderten. Naja, Martin, also deine sind auch schon alle dahin gegangen. Jimmy, John und Janice, Kurt und Michael, nicht zu vergessen. Stimmt, Harald. Only the good die young. Aber wie sieht's bei dir aus? Noch schlimmer. Meine sind sowas von tot. Die sind schon alle völlig verloren. Ach, wenn ich da an Herodot denke, oder an Thukydides, oder Sallust, die spielen heute keine Rolle mehr, die sind jetzt selbst Geschichte. Genauso wie Kaiserling und Lilienkron. Wer soll das sein? Eben, wir leben mit den Toten. Du meinst, wir erhalten Erinnerungen an Menschen wach, für die sich sonst niemand interessiert? Irgendwie schon. Zumal ja sonst keiner diese undankbare Aufgabe übernehmen zu wollen scheint. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Was ist? Ich darf doch auch mal was singen? Ganz schön morbide. Und Teil unseres Bildungsauftrags. Hört mal, dann und wann ist es ein wirklich unerwartbares Glück, wenn unsere Schüler ein idyllisches Gedicht von Mörike schön finden. Oder über Kästners Ironie zumindest ein ganz klein wenig lächeln. Und wenn wir eine Lektüre ankündigen, lautet die erste und einzige Frage: Wie viele Seiten hat denn das Buch? Ich bin ja oft schon froh, wenn sie bei romantischen Opern nicht einschlafen und bei Zwölftonmusik nicht den Saal komplett zerlegen. Das hätten sie ja immerhin mit einigen zeitgenössischen Musikern gemeinsam. Das würde den Stein ins Rollen bringen. Ihr habt's gut. Wenn ich Cäsars Galligen Krieg ankündige, laufe ich Gefahr, mit 30 Messerstichen ermordet zu werden. Aber warum ist das so? Weil es im Zeitalter des Smartphones altmodisch ist, Bücher zu lesen? Ignoranten. Weil ihre Eltern nicht mehr mit ihnen ins Theater gehen, wenn man auch einfach Netflix abonnieren kann? Kulturbanausen. Männer, wir können so nicht mit dieser Folge aufhören. Aber wenn unsere Helden alle schon tot sind, an wem richten wir uns auf in der Gegenwart? Schwierig. Darüber müsste ich länger nachdenken. Wenn nur nicht Gandhi, Bonhoeffer und Martin Luther King auch schon ermordet worden wären. So. Ich wüsste jemanden. Keine richtigen Helden. Aber echt gute Typen. Schieß los. Ja, wen meinst du? Zum Beispiel die Jungen und Mädchen aus der Orientierungs- und Mittelstufe, die über ein Jahr hinweg ein Musical einstudiert und aufgeführt haben. Die haben seitenweise Texte auswendig gelernt und Lieder geübt und ganz wunderbar gespielt. Das war großes Theater. Ach, da fallen mir die Bläserklassen ein. Klasse, was die sich im Laufe eines Schuljahres alles drauf schaffen.
Das groovt und swingt, dass ich Lust hätte, meine alte Posaune abzustauben und mitzumachen. Oder die Zirkus AG. Ich war ja schwer beeindruckt, als ich gesehen habe, wie die Kinder Jonglage und Akrobatik miteinander verbunden haben. Der Schulchor und das Orchester. Die Läufer und die Sanitäter. Die Theater, die Technik AG. Und mit welcher Begeisterung alle am Werk sind. Ja. Im Unterricht kommen sie dir manchmal vor wie die allergrößten Schnarchsäcke, aber auf und hinter der Bühne drehen die voll auf. Du hast recht. Man sieht dann seine Schülerinnen und Schüler mit ganz anderen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du Posaune spielst. Ja, ist lange her. Ich habe mal Klavier spielen gelernt. Ach, echt jetzt? Ist noch länger her. Björn, siehst du auch dieses sonderbare Leuchten in Martins Augen? Wir bräuchten dann nur noch jemanden mit einem Bass. Du, ich glaube, das Leuchten wird immer stärker. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn der Chef hier bei uns einzieht.